zu. Schönen guten Abend zusammen. Willkommen zu dieser Pressekonferenz nach der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim. Endstand 2:1. Ich begrüße beide Trainer, Pellegrino Materazzo und Xabi Alonso. Sie dürfen gerne starten. Schöne Grüße und erstmal Glückwunsch, Xabi und Bayer Leverkusen zum Sieg. Das ist echt eine unglaubliche Serie. Ich hoffe, dass das weiter fortgeführt wird. Ja, das ist sehr schade, wenn man so lange führt und auch bis 88 Minuten dann tatsächlich auch das Spiel verliert. Ich denke, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit von uns gesehen haben, wo wir eine gute Balance hatten zwischen Verteidigen, auch kompakter, tiefer Verteidigen, auch immer wieder Ballbesitzphasen eingestreut und Kontaktionen eingestreut, um eine gewisse Balance zu haben im Spiel. Ich glaube, der erste, im Gefühl her, wenn ich mich nicht falsch dann eine erste Torchance im 16er von Bayer war ab der 40. Minute. Alles andere war wegverteidigt und war auch Weitschüsse. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, für mich war der Knackpunkt auch die erste Viertelstunde, wo wir so vom Gefühl her 4-5 Möglichkeiten hatten, einen Konter besser auszuspielen oder in der Phase auch im Ballbesitz zu bleiben, um für mehr Entlastung zu sorgen. Das haben wir leider nicht geschafft und dann hat Bayer so einen Druck entwickelt, die einfach schwer wegzuverteidigen war. Unterm Strich steht, glaube ich, eine Leistung, die man definitiv auch mitnehmen kann für die letzten 7 Spiele. Wenn man so agiert als Mannschaft und füreinander fightet, dann werden wir viele Punkte holen. Danke. Dankeschön. Xabi, dann gerne dein Statement. Ja, vielen Dank, Pellegrino. Ja, für uns war es sehr hart heute. Das Spiel war sehr intens, sehr viele Minuten zu kämpfen, wieder zu kommen. Ja, die erste Halbzeit, wir hatten ein bisschen Probleme, besser zu kontrollieren in einigen Phasen. Sie waren tief und die letzte Dritte den Raum zu finden, war nicht einfach. Wir haben versucht. Aber ja, nach dem Tor von Hoffenheim, in Halbzeit, wir haben gesprochen, das war sehr wichtig. Es ist egal, in welcher Minute, natürlich früher besser, aber wir brauchten eine Tor zu wechseln, die Mindset. Sie hatten eine gute Konter, so die zweite Tor zu schießen, aber wir waren glücklich. Aber das Wichtigste ist, dass wir haben eine gute Mentalität weiter zu gehen. Und nach dem Tor von Rob war der Schlüssel, mehr zu glauben und zu besuchen bis Ende. Und ich war überzeugt, dass wir hatten wieder eine Chance zu gewinnen, wie gegen Karabakh. Und das hat viele Mal passiert. Und ja, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, auf die Jungen. Sehr, sehr froh für die Fans. Sie waren unglaublich. Die zweite Halbzeit der Unterstützung war super. Und sie waren eine große Teil von der Sieg, so wir müssen bedanken heute. Und ja, ein Spiel weniger, bessere Situation, aber noch etwas zu tun. Dankeschön. Philipp Ahrens, bitte, von der Bild-Zeitung. Herr Xabi, du hast gerade auch das Publikum angesprochen. Das war ja für dich sicherlich auch sehr emotional. Du bist vor dem Spiel schon sehr von den Fans gefeiert worden. Es gab dieses Plakat mit dem Herz, Xabi. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und nach dem Spiel wollte die Kurve dich ja vor allen Dingen sehen. Ja. Was macht das mit dir? Ich meine, wir haben gestern hier über deine Zukunft gesprochen. Ja, die Leute lieben dich. Ich meine, das ist, wie nimmst du das wahr? Ja, für mich natürlich, es war ein sehr spezieller Moment vor dem Spiel. Das Spiel war emotional auch, natürlich, besonders die letzten Minuten. Und später zu feiern und diese Verbindung zu schaffen mit den Fans, es ist sehr, sehr speziell. Ich habe gesagt, dass sie sind ein großer Teil von der Sieg. Und für mich nur zu bedanken, sie sind eine Runde für mich zu wollen, hier zu arbeiten, dass sie können feiern etwas. Und jetzt für uns ist die Arbeit und für mich die Arbeit zu helfen, die Mannschaft gut zu vorbereiten. Wir haben einen sehr intensen April. Heute war eine harte Anfang von diesem Monat, von diesem April. Und wir haben jedes Spiel, es ist eine große Herausforderung für uns. Und wir probieren gut zu vorbereiten für jedes Spiel.
Christian Berling vom Kölner Stadtanzeiger, bitte. Alonso, jetzt war es zum wiederholten Mal Patrick Schick, der sehr spät getroffen hat. Was zeichnet ihn derzeit so aus? Er ist da. Er ist da in dem richtigen Moment, in der richtigen Position. War nicht einfach. Erste Halbzeit. Wir haben nicht zu viele Flanken gemacht, aber Grealish oder Kabak oder Drexler, sie haben sehr gut kontrolliert. Sie waren in der Nähe, so es gab nicht zu viel Raum. Aber für eine Stürmer in einer Position, so, man muss Geduld sein und sie glauben, dass eine Chance wird schaffen, wird passieren und er muss da sein und er war da in die 90 Minuten oder 92, ich weiß nicht. Und was, ich freue mich natürlich. Letzte drei Spiele für Karabakh, Freiburg und heute auch für Patrick sehr wichtig. Philipp Ahrens dann nochmal von der Bild-Zeitung. Ja, an Herrn Materazzo eine kurze Frage. Hat man das, Sie sagten eben, man kann diesen Druck, den Bayer dann ausübt, nicht mehr verteidigen. Ab wann hatten Sie denn das Gefühl, das könnte hier noch kippen? Ja gut, ich glaube, im Laufe des Spiels ist es immer stärker geworden. Und wenn man sieht die anderen Reaktionen, wo so Pfostentreffer oder Lattentreffer, dann hat man das Gefühl, okay, vielleicht ist das tatsächlich auch unser Tag. Und vielleicht hören die auf, an sich zu glauben. Wünscht man sich auch als Trainer. Das ist offensichtlich auch nicht der Fall bei Leverkusen. Das kennen die auch in der Nachspielzeit, auch Spiele zu gewinnen. Mit dem 1-1 ist auch klar, dass man eher eine Chance hat, eher das Spiel zu verlieren, als zu gewinnen. Trotzdem glaubt man immer an den Sieg und hofft auf eine Aktion, die auch zum Sieg auch reichen kann. Aber das war schon eine sehr hohe Druckphase und schwer wäre, alles wegzuverteidigen. Holger Schmidt, bitte, von der dpa. Dann die umgekehrte Frage an Xabi. Haben Sie denn nie irgendwie gedacht, gerade bei dem Lattentreffer Borja 87., wo man vielleicht denken konnte, okay, heute soll es nicht sein, oder haben Sie immer dran geglaubt? Nein. Ich hatte nicht diese Gedanken. Ich war immer optimistisch, dass, ja, war nicht einfach, aber in einem Moment alle kann wechseln. Und ja, wir haben gesprochen, Halbzeit, dass eine Tor war sehr wichtig und die Tor von Rowe war der Schlüssel, ein bisschen mehr Energie zu haben. Bis diesem Moment war nicht einfach, aber wir haben versucht, weiterzugehen, zu besuchen und diese Glaube zu haben. Es ist eine Gewinner-Mentality zu haben. Es ist etwas, man kann nicht schaffen. Es ist it's created. Und in dieser Saison, wir haben das created. Geschaffen. Philipp Ahrens nochmal. Xabi, es war in der Bundesliga das fünfte Tor in der Nachspielzeit mittlerweile. Was sagt das über diese Siegermentalität aus? Wille. Es sagt Wille. Und dass die Spiele von Anfang an sind wichtig, aber auch die Spiele von der Bank, dass sie haben einen großen Impact, und die sind immer bereit zu helfen und einen großen Einfluss zu haben. Wir haben wieder gesehen, die letzte Tor war eine Aktion von Josip und Nathan in der Flanke und Patrick war da. So ja, es ist eine Teamarbeit, zusammen miteinander, zusammen zu helfen, zu support, unterstützen. Ja. Und ja, sehr, sehr froh. Und wir wollen immer gewinnen und gut zu spielen. Und heute war wichtig zu gewinnen. Vielleicht nicht das beste Spiel, aber war nicht einfach. Bitte sehr. Ja, Achim Wittisch, Rhein-Neckar-Zeitung. Hallo Reno. Du hast es ja schon angedeutet, du kannst viel Positives auch mitnehmen heute. Vor allem die Abwehrarbeit, die hatte ja immer mal wieder Sorgen gemacht, die Abwehr. Hat heute 88 Minuten gut geklappt. Wie siehst du denn in den nächsten Spielen mit Augsburg und Gladbach zu Hause in Mainz und in Bochum? Das sind Mannschaften, das werden andere Spiele werden. Aber wie schaust du auf diese Wochen und was ist da noch möglich? Und dann bitte noch ein Wort zu Tim Drexler. Danke dir. Ist viel möglich. Ist viel möglich und es ist in jedem Spiel was möglich, wenn man so auch ein Invest hat, so wie wir hatten heute. Wenn wir so als Mannschaft auf dem Platz stehen, dann sind wir in der Lage, auch jeden Gegner auch
zumindest vor Probleme zu stellen und auch sogar zu gewinnen. Also das ist Fakt. Unabhängig, wie wir verteidigen von der Höhe her. Aber wenn alle Mann verteidigen mit dieser Leidenschaft, dann kriegt man viel, viel weniger Gegentore. Jeder seine Aufgabe erledigt. Tim Drexler hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Dass so ein Junge mit so, ja, so wenig Bundesliga-Erfahrung eine gelbe Karte holt in der ersten Halbzeit und trotzdem so souverän zu Ende spielt, das ist schon außergewöhnlich, sage ich mal. Ist nicht der Einzige, aber der jetzt mal eine gute Leistung hatte, auch defensiv fand ich David unglaublich auf der Seite. Was er heute gezeigt hat, war das Beste, was ich von ihm auch bisher gesehen habe. Ich finde, dass Flo, Ozan, auch so beim Gegentor, Pavel, die haben alle investiert. Unsere Stürmer haben gearbeitet, unsere Mittelfeldkette haben gearbeitet, defensiv. Alle Mann haben auch gut verteidigt gegen den Ball. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann euch eine schöne Heimfahrt, einen schönen Abend und schöne Ostern allen zusammen. Tschüss. Tschüss.